Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Super. Ja, erstmal ein Stück weit ranzoomen. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir alles so für Missionen haben. Da oben hätten wir eine Mission. Gucken, ob wir da hinkommen. Was müssen wir hier machen? Bringen wir uns vom Planeten Edon. Edon? Nee. Nee, Edon nicht. Auf dem Planeten Lilexius. Das wäre es auch nicht. Vom Emblor-Team-System, aber ich weiß jetzt gar nicht. H2. Herbus. Scheinbar haben wir irgendwie zu viele Missionen, kann das sein? Planeten irgendwas. Lilexius haben wir hier. Zerstöre sämtliche Geschütze auf dem Planeten Lilexius. Das Amahani-Reich ist hier. Die haben zwei Städte, das heißt, wir gehen jetzt direkt mal auf Konfrontation. Okay, unser Verbündeter geht scheinbar drauf. Es sind scheinbar zu viele... Ja, okay, gut, das wollen wir nicht. Wohin muss repariert werden? Ja, ja, ja. Okay, wir gehen nun ganz schnell mal hier raus aus diesem System. Das hat scheinbar definitiv noch nicht gereicht dafür. Das heißt, wir müssen uns jetzt mal ganz schnell beeilen. Deshalb, wir wollen ja eigentlich auch nur die Geschütze zerstören. Vielleicht haben wir da gerade etwas auch noch mit falsch gemacht. Gut, wir reparieren und tun wir uns nochmal aufladen. Und gehen jetzt ein bisschen. Wir gehen einfach nochmal zurück. Wir haben zwar jetzt unseren sozusagen unseren Verbündeten da jetzt gerade mal etwas verloren. Lilexius. Scrollen wir mal ran. Und gehen nochmal dort rein. Sind auf jeden Fall ziemlich viele Schiffe gerade unterwegs hier. Müssen wir mal aufpassen, dass wir nicht den Konfrontationskurs mit allen Schiffen gerade irgendwie aussuchen. So, ein Geschütz geht scheinbar gleich kaputt. Jawohl. So, das zweite. Wir fliegen einfach mal zum nächsten Schiff hin. So, wir fliegen einfach mal um den Planeten herum. Also ihr seht, man sieht schon auf der Karte, dass die Schiffe uns nicht direkt verfolgen gerade aktuell. Sondern wir jetzt ruhiges Spiel haben, indem wir weitere Geschütze so zerstören können. So, jetzt kommen natürlich die Schiffe kommen jetzt natürlich wieder. So, jetzt fliegen wir nochmal um den Planeten herum. So schwer ist das gar nicht. Wahrscheinlich ist mein Verbündeter halt einfach dort hängen geblieben. So, jetzt gucken wir nochmal. Ich glaube, ein Geschützturm ist hier noch. Das war es jetzt hier zumindest schon mal. Gehen wir mal noch zum nächsten. Hier ist. Ja, hier steht noch. Oh, hier steht noch volle Breitseite. Da gehen wir, fliegen wir am besten einfach nochmal um den Planeten herum. Jetzt kommen sie hier schon wieder. Man sieht schon, dass sie jetzt wiederkommen hier. So, zumindest ein Geschütz. Das ist ganz schön viel. Das ist zu viel für mich gerade. Da fliegen wir nochmal schön um den Planeten herum. Dann gehen eine Nachricht von meiner Heimatwelt und die sind jetzt hier ganz schön. Krieg. Wir haben Krieg. Das ist Kriegszustand.
Frage ist, ob ich mich damit jetzt nicht verschätze. Ich habe noch 500 Leben. So eingeschätzt ist wieder Blatt. Zwei fehlen jetzt noch. 200 Leben habe ich jetzt noch. Ich hoffe, das reicht noch gerade so. So, ich lasse erstmal ein Stück weit kommen. Damit sie den Kurs beibehalten und fliege jetzt nochmal richtig los. Hier ist gerade auf jeden Fall nichts mehr. So, hier sind noch zwei Geschütze gerade installiert. Oh, ein drittes ist sogar noch auch noch da. Oh je. Okay, jetzt hat es unser Raumschiff zerstört. Schauen wir mal, was passiert. Dein Schiff, wenn es wurde so schwer, dass es nun zerstört ist. Dank der Vorbereitung. Also, bist du nicht gestorben? Stattdessen kannst du, wo ein neues Raumschiff auf mich wartet. Okay. Gut, dann halt doch etwas zu viel probiert. Aber. Ja. Da steht es nun wieder, mein neues Raumschiff. Das Raumschiff Venza. Wir haben da ein neues Schiff kaputt gebaut. Mach's bitte nicht wieder kaputt. Oh, die sind gerade auf meinem Planeten hier. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal auch verteidigen. Oha, es sind ganz schön viele hier. Vielleicht auch mal noch mit den Protonenlasern arbeiten, gucken wir mal. So, jetzt haben wir hier noch einen. So, hier oben, es sind jetzt noch zwei Schiffe, glaube ich, da. Müssen wir uns das auf jeden Fall mal noch holen. Oh je, meine TP geht runter hier, wie nix. Nix Gutes. Gucken wir mal, dass das noch reicht. Aber es sieht gut aus. Oha, jetzt ging noch gegen das Große hier. TP haben wir noch, aber das reicht. Das reicht auf jeden Fall. Gut. Damit würde ich sagen, wir haben es zumindest schon mal geschafft. So, wir haben noch 3 Minuten, haben wir noch für das Ziel, sämtliche Geschütze zu zerstören. Mission 3 Kolonie, weitere Sternsysteme kolonisieren. Wir reparieren und laden uns auf. Und haben jetzt hier ein Kriegsgebiet. Wir sind jetzt im Krieg, ja, ja. So, jetzt noch Lilexius. Vielleicht kann man ja sogar dieses System dann gleich übernehmen. Schauen wir uns das doch einfach gleich mal an. Sämtliche Geschütze. So, jetzt fliegen die Raumschiffe alle erstmal schön wieder hinterher. Zwei Geschütze hier, keine Geschütze mehr da. So, wir wählen gleich schon mal den Laser noch mit aus. Ups, Laser ausgewählt, aber... Gut, so, fliegen wir erstmal weiter, weil jetzt die komplette Flotte von ihnen da ist. Das sind nämlich 6 Schiffe, das sind jetzt gerade hinter mir her. Da fliegen wir einfach nochmal schön um den Planeten, gechillt. Gechillt um den Planeten. Okay, so jetzt können wir uns eigentlich auch locker das letzte Geschütz noch holen. Schauen, vielleicht kann man den Planeten einnehmen. Ups, das wollte ich so nicht angreifen. So, kehre in dein zurück ins Ruhe System, um meine Belohnung dahingehend abzuholen. Man sieht schon, hier sind weitere Schiffe gerade unterwegs. Da gehen wir am besten ganz schnell mal heraus. So, wo war jetzt das Ruhe-System? Ruhe. Gucken wir mal auf Missionen.
Das war das das rohe System? Ah ja, genau. So, die sind. Du hast den Kontakt vermieden, das heißt, wir können ja eigentlich auch mal Diplomatie, ein Bündnis. So, ein weiteres Reich ist jetzt mit uns verbündet. Und ja, seid gegrüßt, Flixelreich. So, dann schauen wir doch einfach mal, was wir da so haben. Meine Sammlung ist Property-Optionen. Nein, das wollten wir nicht. Ich frage mich halt gerade, wo die, bezüglich halt der Mission halt, was man da halt am besten noch machen kann. Weil wir haben jetzt, was haben wir noch? Bringe uns, Krolinsk, was geht uns? Mission haben wir. Oder noch Missionen hin. Ich habe nämlich auch noch eine Mission eigentlich. Ich weiß jetzt nicht, worüber ruft man die Mission denn auf? Kann leider jetzt gerade irgendwie auch ein wenig anklicken. Hier sieht man Kolonie gegründet. Oder hier Kauf von Sternen oder sowas in die Richtung. Oder Gewürz gesammelt oder irgendwas dergleichen. So, hier wird es nochmal gesammelt. Dann waren wir von meinem Heimatbeleben, waren wir eigentlich auch schon gewesen. Weil wir allerdings dann nochmal zurück müssten. Rede mit Verbündeten, um ein Raumschiff zu bekommen. Ah, okay. Das heißt, wir haben, glaube ich, jetzt von den einen haben wir jetzt, glaube ich, was bekommen. Das heißt, wir müssten jetzt nochmal mit den, also das ist jetzt auch grün, also mit den Zyan-Leuten müssten wir jetzt nochmal reden, damit die uns halt nochmal ein Raumschiff geben. Wir hatten ja den, ihr Raumschiff haben wir gerade, glaube ich, zerstört. So, damit habe ich auch ein weiteres Raumschiff. Gut. Das sieht ja nicht schlecht aus. So, dieses System wäre, glaube ich. Ne, die sind auch gerade in der Zivilisationsphase hier. Irgendwas. Gedöns. Und ja, kolonisiere drei weitere Sternsysteme. Sternsysteme, das heißt, wir bräuchten da halt auch diese. Ja, halt die Kolonien halt davon. Okay, so, jetzt haben wir noch mal ein bisschen Gewürz gesammelt. Wir müssen das dann wahrscheinlich auch irgendwann mal wieder an unsere Handelspartner loswerden. Und wir schauen mal, ob wir dann jetzt nicht empfängst handeln. Das nehmen wir jetzt zum Beispiel einen Kuss an für die 10.000. Und dann schauen wir mal, dass wir einen. Was wollten wir denn? Kolonie-Unfassbar-Paket wollten wir, glaube ich, kaufen, ne? Mini-Glücksstrahl. Hier im Planeten bewohnen. Dann das Ferngenerator. Wollten wir nicht. Mit Trockenzeit, Gewürzlager. Keine Gesundheit. Gelände heben. Ja. Scheinbar haben wir das jetzt hier zumindest nicht, dass wir das hier nicht kaufen könnten. Das heißt, wir gehen jetzt mal auf zu den Verbündeten. Reden mal da. Vielleicht, ich weiß nicht, inwieweit das planetenabhängig ist. So, was haben die denn da hier? Gewürzlager, Trockenzeitgenerator. Meteoritenhage, die würden nur 5000 nehmen. Atmosphäre, Mini-Glücksstrahl, Getreidekreis, Reparatursatz, Gelände, Ebenen. Die hätten jetzt zum Beispiel auch nicht irgendwie sowas. Dass man da sagen könnte, man. Hätte eine weitere Kolonie oder sowas in die Richtung. Das haben die irgendwie hier halt nicht. Schade eigentlich. Schauen wir mal, ob die hier sowas hätten. Die haben wir jetzt sogar unbeansprucht, aber da ist ein Signal, da werden wir auch gleich nochmal drauf gehen.
Die Signale des Verena und extra zum mit dem Flitreich. Mini-Bombe, 260.000. Kolonie- und Fassbau-Paket. Wir hätten jetzt zum Beispiel zwei Stück. Dann nehmen wir doch einfach mal beide auch. Okay. So, dann stehen wir mal noch auf dem Planeten Zargo. Und was uns auf dem Planeten Zargo erwartet, das erfahren wir in der nächsten Folge bei Let's Play Spore. Danke fürs Einschalten und bis morgen. Tschüss.